Hallo Freunde, heute mal wieder mit einem kurzen Video. Und zwar geht es heute darum, wie wir das Windows Standardschrift ändern können. Was damit gemeint ist, ist hier die einfach zum Beispiel, also wirklich das Windows Schrift selbst, ja, das System. Und zwar zum Beispiel hier die Icons, hier unter den Icons oder die Ordner hier, die Schrift hier. Ja, hier kann man die Größe ändern oder die Schriftart, beziehungsweise auch hier das Kontextmenü. Hier kann man die Schrift kleiner, größer, dicker und die Art ändern. Ja, also wir können uns das so anpassen, wie es uns gefällt. Oder aber auch hier die Schriften hier, hier und hier, irgendwie alles Mögliche, die Buttons hier zum Schließen und zum Minimieren kann man, glaube ich, auch. Das geht wirklich sehr einfach, indem wir einfach auf eine beliebige Stelle auf dem Desktop hier eine, die frei ist, mit der rechten Maustaste klicken und einfach hier auf Anpassen. Und hier in das Fenster einfach hier die Windows Farben auswählen, einmal draufklicken und hier gehen wir auf erweiterte Optionen, einfach draufklicken, daraufhin öffnet sich das Fenster hier und schon haben wir hier jede Menge Möglichkeiten. Hier zum Beispiel das Desktop hier, das können wir, wenn ich jetzt zum Beispiel die Farbe ändere, ich mache mal rot, dann sieht das, ja, aber ich glaube, okay, ich dachte, das ändert sich hier auch die Leiste, aber nein, okay, ich mache mal wieder schwarz. Ich nehme mal hier zum Beispiel, wenn wir hier Menü auswählen, das ist jetzt hier das Kontextmenü hier, den wir bekommen, wenn wir die rechte Maustaste betätigen. Hier kann man zum Beispiel die Schrift einfach dicker machen, meinetwegen, hier sieht man, zack, und schon ist hier die Schrift dick, oder meinetwegen größer. Hier kann man noch so zum Vergleich eine Vorschau, hier jetzt ist sie größer, hier kann man auch meinetwegen eine andere Schriftart auswählen und einfach mit übernehmen und schon haben wir hier eine andere Schriftart. Ja, hier dieses können wir jetzt, das ist, glaube ich, Icon. Genau, ich mache mal einfach erstmal dick. Übernehmen. Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, aber ich glaube, das ist dicker. Ich mache mal jetzt einfach mal 11. Genau, jetzt sieht man deutlicher, das ist dick und ein bisschen größer. Ich kann mir jetzt einfach eine andere Schriftart hier auswählen. Ja, das ist jetzt, ich mache mal wieder zack und übernehmen. Ja, das ist jetzt natürlich, glaube ich, genau, jetzt ist hier auch, also diese Schrift hier alles ist auch so wie hier, ja, die Icons. Oder wir können hier ja einfach rumspielen und die Spacing hier, das ist jetzt horizontal, vertikal, das ist jetzt der Abstand hier zwischen den, ups, den Icons auf dem Desktop, das ist hier jetzt fest vorgegeben. Wir können jetzt hier das, wenn wir das markieren, sehen wir das deutlich hier wie das blaue Quadratchen hier. Ja, näher kommen wir jetzt nicht dran, wir können das jetzt hier über ändern, das sind jetzt Pixel, das ist jetzt senkrecht, das ist waagerecht und ja, Hyperlink und so weiter. Wir können hier rumspielen und unsere Windows ja ein bisschen anpassen. 3D Objects, das sind, glaube ich, zum Beispiel, genau, hier die Kreuze und die zack, das sieht jetzt dann, ich habe jetzt hier, ja,
Ja, das war's eigentlich alles. War nicht scrollbar. Was ist das? Ich gucke mal ganz schnell. Die Scrollbar kann man was machen? Size. Ah, okay, genau. Also hier kann man sehen, ja, wie das dann aussieht. Eine Vorschau. Ja, und so weiter. Das war's ja alles schon. Es geht ja ziemlich einfach, wenn man es weiß. Ja, wenn ihr Fragen oder Kommentare oder hier Anregungen, meine ich, habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit helfen. Oder ja, und freue mich auf nächstes Mal. Das ist übrigens hier Windows 7. Und zwar unter Windows 8 funktioniert das, glaube ich, nicht mehr. Das ist jetzt eine Windows 8 hier. Das ist hier weg, diese Option hier. Was man hier einfach machen kann, ist, glaube ich, nur hier oben anpassen. Hier kann man einfach die Größe ein bisschen ändern oder fett machen. Aber mehr auch nicht. Jedenfalls nicht mit dem Windows eigenen Bordmitteln hier. Oder man formuliert in den Registry rum. Ja, ich will mal schauen, ob ich das irgendwie. Ja, das war's schon. Danke fürs Zuschauen und ja, bis nächstes Mal.